Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Heute gibt es wieder jede Menge kleine Schnipsel für euch. Also ganz viele kleine Anrufe, die nicht für ein ganzes Video gereicht haben, aber zur Unterhaltung auf jeden Fall dienen. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserer Schnipselparty. Guten Tag, Herr Steiner. Ja? Ich bin Eli Bonner von Finanzmonitoring Abteilung. Mhm. Und Herr Steiner, ich sehe jetzt in meinem System, Sie haben schon Handelskonto auf dem Finanzmarkt, stimmt? Ich wüsste jetzt nicht, was Sie das angeht. Wenn Sie da jetzt das im System haben, dann erübrigt sich doch die Frage, oder nicht? Also Sie haben schon Geld investiert auf den Finanzmarkt oder noch nicht? Ja, warum soll ich Ihnen das sagen? Also ich bekomme Ihre Daten, Sie sind Gerold Steiner und Sie sind auf unsere Werbung registriert. Also vor eine Woche, Sie haben Ihre Daten auf dem Finanzmarkt hintergelassen. Nö, das ist und deswegen ich rufe Sie an. Das ist ja völliger Blödsinn. Und dann frage Herr Steiner, haben Sie schon Geld investiert auf dem Finanzmarkt oder noch nicht? Ich habe dir die Frage schon beantwortet, aber das scheint wohl bei dir irgendwas im Gehirn nicht intelligent genug zu sein, damit du diese Antwort verarbeiten kannst. Tja, da hat sie wohl dann doch begriffen, was ich da gemeint habe. Und schnell aufgelegt. Tja, wieder einer von den vielen Hinweisen, dass wir hier mit nichts anderes als einem Betrüger gesprochen haben. Denn jeder normale Mensch, der würde jetzt hier drauf eingehen. Aber die Betrüger, die halten das halt nicht für nötig. Naja, machen wir mal weiter mit dem nächsten Schnipsel. Ja, schon guten Tag. Spreche ich mit Gerold Steiner. Mhm. Caroline, hier will ich am Apparat. Herr Steiner, ich melde mich von Online-Handelsplattform von der Firma Europa Market Consulting, wobei Sie sich angemeldet haben, ja? Mhm. Hören Sie überhaupt nicht? Ja. Ja, und? Also ich melde mich wegen Ihrer Interesse und Anmeldung. Ich habe die Daten eingegeben und ich habe schon ein unaktives Handelskonto. Mhm. Was heißt, also... Ja. Machen Sie Spaß ganz einfach, oder sagen Sie mir bitte direkt, nee, was Sie rufen meine. Mich an und erzählen irgendeine Rotze. Bitte? Ich sagte, Sie rufen mich an und erzählen mir irgendeine Rotze. Machen Sie doch jetzt weiter da mit Ihrem Programm. Warum haben Sie die Daten eingegeben? Dann sofort löschen Sie bitte die Daten von Ihrer Seite, sonst Sie bekommen sehr viele Anrufe jeden Tag. Tschüss. Arschloch. Tja, also hier haben wir wohl wieder eins von den ganz seriösen Callcentern dran gehabt, dem man auf jeden Fall sein Geld hinterher werfen möchte und 100% sicher ist, dass man da jede Menge Profite machen wird. Oh Mann, also keine Ahnung, was die sich dabei immer denken, einen dann damit noch zu erpressen, dass man dann jeden Tag noch viel mehr Anrufe bekommt, das zeigt ja eigentlich schon, dass das ein illegales Unternehmen ist. Ich meine, solche Aussage, vor allem, ihr muss ja völlig bewusst sein, für was sie da eigentlich ganz genau telefoniert, denn sonst könnte sie ja so eine Aussage eigentlich nicht treffen. Oder was meint ihr? Schreibt's mal in die Kommentare. Hi, guten Tag, hier ist Heide Enkel, spreche mit Herrn Steiner. Ja, aber ich habe jetzt keinen Bock auf Betrüger. Hey Mensch, was ist das? Ja, ich habe jetzt keinen Bock auf Betrüger, ich gucke Fernsehen. Moment, unser Unternehmen ist beim FCA registriert. Nein, ihr seid Betrüger. Ich weiß, dass Sie schlau sind, aber nicht genug schlau für Online-Handeln, oder? Na, ich bin auf jeden Fall so schlau, dass ich weiß, dass du eine Kakerlake bist. Sehe ich dein Gehirn nicht Online-Handeln? Mhm. Und, wie viele Leute habt ihr heute schon so beschissen? 1000. Ach, das aber... Die schlauen Menschen, nicht die dummen Menschen, die immer negative Sachen im Kopf haben. Ja, die setzen ja die dummen Menschen ans Telefon, das ist ja das Traurige. Ja, genau, wenn ich mit der Einstein rede, natürlich, bin ich auch nicht schlau. Ja, ja, ich weiß, dass du nicht so schlau bist. Dumme Menschen bekommen nur dumme Wörter, ja? Ja. Ich bin was schlau. Du bist nicht schlau, nee. Ah, wie alt sind Sie? Ja, geht dich nichts an. 1100. Tja, daran merkt man deine Intelligenz. Haben Sie Freundin? Nee. Gar nichts. Natürlich können Sie nicht haben, so mit solchen Wörtern. Sie dürfen nicht immer alleine leben, ja? Warte, ich gebe dir mal meine Freundin. Danke. Nee, ich will nicht mit dir sprechen. Jetzt hat die Kakerlake das Mikrofon ausgemacht. Ja, bist du jetzt fertig, oder?
Tja, da war sie wohl fertig mit ihrer komischen Standpauke. Ich weiß nicht, was sie sich immer einbilden hier. Also die rufen an und tun so, als müsste man das alles wissen und wollen, was die da wollen oder was die da sagen oder man müsste das für logisch befinden. Ich meine, letztendlich stören die euch in eurer Privatsphäre. Ja, und als Dankeschön, dass sie euch da noch gestört haben und an was auch immer gerade dabei genervt haben, wird man eigentlich nur noch mehr genervt. Tja, keine Ahnung, was die sich dabei denken, aber so wollen die ihr Geld verdienen. Naja. Hallo, ich grüße dich. Mit wem wollen Sie sprechen? Tja. Die Leitung komplett hinüber, keine Ahnung, was das schon wieder war. Wahrscheinlich, weil sie einfach wieder viel zu viele Calls gleichzeitig führen und damit die Telefonleitung in ihrem komischen Callcenter überlasten. Wenn man nur Privatverträge nimmt, dann ist das so, weil bei Geschäftsverträgen muss man dann natürlich auch, also zumindest ist es in Deutschland so, wie es im Ausland ist, weiß ich nicht, aber bei Geschäftsverträgen muss man ja schließlich auch seine Steuernummer und den ganzen Bums da angeben und nachweisen, dass man eine Firma hat. Von daher werden die Betrüger halt meistens nur Privatverträge benutzen und da ist es im Upload, also in Deutschland zumindest, begrenzt. Da hat man 40 Mbit und wenn ihr da schon 20 Mitarbeiter sitzen habt, dann sind die 40 Mbit sicherlich schon an der Telefonleitung ausgereizt. Nebenbei surfen die ja auch noch alle im Internet. Ja, Wahnsinn. Weiß ich nicht, wie es in der Türkei ist, ob man da auch im Upload begrenzt ist. Hi, hier ist Heidi Henkel, sprich mit Herr Steiner. Wie geht's heute? Gut? Ja. Schön. Ich bin die Expertin der Firma E-Reise DHR. Es geht um Onlinehandel. Wie heißt die Firma? E-Reise Limited. Haben Sie Erfahrung in Onlinehandel? Was ist aha? Naja, die Antwort auf Ihre Frage. Schön. Haben Sie alleine gemacht oder haben Sie mit jemand anderes gearbeitet? Ne, das habe ich alleine gemacht. Okay, sind Sie zufrieden mit den Profiten? Ja. Warum lügen Sie? Warum sollte ich lügen? Sind Sie doof oder was? Sie rufen mich ja an, beleidigen mich, haben Sie einen Dachschaden? Ja, und einmal sagen Sie, ich habe schlechte Erfahrung. Nächsten Tag haben Sie gesagt, ich habe gute Erfahrung. Nö. So. Ja, also die nette Tante, die scheint ja schon einen Tag vorher angerufen zu haben. Dann frage ich mich, warum ruft die überhaupt an und wenn ich sie doch schon mal habe abblitzen lassen. Und vor allem, wenn ich eine Aussage treffe, weiß ich nicht, was sie dazu widersprechen hat. Sie stellt mir ja letztendlich die Frage, ob ich da positive oder negative Erfahrungen gemacht habe und ob ich selbst gehandelt habe. Und dann ist ihr das nicht recht, dass ich ihr eine Antwort gebe? Eieieiei, die Welt ist traurig, Leute. Ich sag's euch immer wieder, die Welt ist böse, passt auf euch auf und vor allem schreibt ganz viel in die Kommentare. Aber wir machen mal weiter. Ich glaube, so einen ähnlichen Schnipsel hatte ich hier schon mal drin, aber hier kam wieder ein Automat, der gesagt hat, irgendwas mit Steiner, bitte prüfen Sie Ihr E-Mail. Also erstmal grammatikalischer Rotz und zum anderen, weiß ich nicht, was die damit wollen, weil wenn man ganz viele E-Mails bekommt, dann weiß man auch überhaupt nicht, was man da überhaupt prüfen soll. Also, weiß ich nicht, mich verleiten sie damit jetzt nicht irgendwo Geld einzuzahlen. Ich finde es eigentlich eher nur nervig und gruselig, was da so die ganze Zeit anruft. Und vor allem, dass die immer mehr auf Automation Wert legen, dass das immer automatischer geht. Das ist natürlich schon gruselig, wenn man da keine Menschen mehr am Telefon hat, sondern man selbst eigentlich nur durch sowas in den Ruin getrieben wird. Weiß zwar nicht, wie das jetzt hier gehen soll, aber gab ja auch schon intelligentere, gruselige, automatische Anrufer, die hier angerufen haben. Hallo? Hallo, können Sie mich hören, Herr Steiner? Levi Liegermann ist mein Name. Also ich habe Sie angerufen, dass Sie Interesse am Onlinehandel gezeigt haben mit Kryptowährungen und Bitcoin. Aha. Sie haben sich angemeldet mit Ihrer E-Mail-Adresse steingerold@mdccfund.de. Wann denn? Vor ein paar Monaten. Aha. Und nun? Ist ja eine super Aussage. Ich frage, wann ich mich da angeblich angemeldet habe und er sagt dann, ja, vor ein paar Monaten. Unfassbar seriös. So eine Antwort stellt man sich natürlich als Kunde, sowas wünscht man sich als Kunde, ne? Also unpräziser geht's, glaube ich, nicht. Na, und dann hat der Klops ja hier gleich aufgelegt. Wahrscheinlich, weil er festgestellt hat, dass das ein Kunde sein wird, der viele unnötige Fragen stellen wird und dass der Betrugsversuch so nicht klappen wird.
Vermute ich mal. Ich habe euch mal noch einen Anrufbeantworter-Schnipsel dazwischen gepackt. Der ist auch ein kleines bisschen, naja, von der Qualität jetzt nicht so geil. Und ich muss das auch ein bisschen lauter machen, weil hier wohl scheinbar nicht derjenige am Telefon geredet hat, der mit mir sprechen wollte, sondern man hört einfach nur den Hintergrund. Und ich bin der Meinung, da hören wir eine Stimme raus, die wir hier auf jeden Fall auch schon mal also selbst am Telefon hatten, auf dem Kanal. Tja, da hat man irgendwie rausgehört, dass sie auf eine E-Mail wartet. Ich hoffe nur, dass da keiner so blöd war und überweist da wirklich das Geld. Ich vermute mal ganz stark, dass damit die E-Mail gemeint ist. Ja, mit den Belegdaten von der Banküberweisung. Weil ich denke mal, mit Kredit wird kaum einer da einzahlen, weil so viele Leute in Deutschland haben eine Kreditkarte auch gar nicht, weil eine Kreditkarte einfach in Deutschland mehr oder weniger auch verpönt ist. Ja, weil man letztendlich ja immer ins Minus geht auf diesem Konto und man bezahlt mit Geld, was einem gerade gar nicht gehört. Ja, der Sinn dahinter, warum man sowieso überhaupt eine Kreditkarte besitzt, erschließt sich mir nicht. Klar, man braucht es für irgendwelche Buchungen, für Hotels oder sowas, die wollen ja sowas immer haben. Deswegen besitze ich ja selbst auch eine. Tja, und ja, letztendlich gibt man für Kredite ja nur Geld aus. Ist einfach so. Von daher, schmeißt alle eure Kreditkarten weg. Guten Tag, ja, einfach nur. Mal darf ich am Apparat vom Unternehmen Polygon. Ich melde mich bei Ihnen, weil Sie ein Handelskonto registriert haben, ja? Genau. Ich bin Ihre Ansprechpartnerin. Ich kann Ihnen dabei unterstützen, Ihr Konto zu aktivieren. Haben Sie Internetzugang? Das habe ich, ja. Sehr schön. Sind Sie auch unter E-Mail erreichbar, ja? Manchmal ja. Manchmal ja. Okay. Mal probieren, ob Sie jetzt E-Mail bekommen, ja? Mhm. Ich schicke Ihnen Plattform, wo wir das Handelskonto aktivieren können. Plattform, ich beschrifte Plattform Elias. Überprüfen Sie Ihre Posteingang, ob Sie das bekommen haben. Muss ich mal einen Rechner anmachen. Was soll ich machen? Da muss ich mal den Computer anmachen. Okay, ich warte. So, fährt jetzt erstmal hoch. Und wie heißt die Seite? Überprüfen Sie Ihre E-Mail-Adresse. Ja, der Rechner fährt ja erstmal hoch. Aber wie heißt die Seite? Die Webseite heißt Polygon, ja? Das ist so Anfänger geeignet, das ist ein Handelsplattform. Ach so, also ihr seid dann von der Betrügerseite, die mich schon mal angerufen hat die letzten Tage. Okay, haben Sie Anrufe bekommen? Ja, von euch. Von mir, wer war mein Kollege? Das weiß ich doch nicht. Ich merke mir doch nicht eure scheiß Kanackennamen. Ach so. Ich meine, kann sein, dass ich von anderen Unternehmen auch angerufen waren. Nee. Ihr habt mich bestimmt schon 10 oder 11 Mal. Okay, und was hat mein Kollege Ihnen gesagt? Naja, den gleichen Blödsinn. Welches Blödsinn meinen Sie? Na, ihr seid ja nichts anderes als Betrüger und Abzocker. Ach so. Ja. Woher wissen Sie das? Na, von euch, zeigt das ja. Ist ja offensichtlich, wenn man Betrug ist. Oder wenn man Betrüger ist. Ach so, darf ich wissen, wie Sie das erfunden haben? Was? Wie haben Sie denn das verstanden? Wie habe ich das verstanden? Also Ihre Frage ergibt gar keinen Sinn. Doch, es gibt einen Sinn. Es gibt ja gewisse Kennzeichen, ja? Und ich interessiere mich, woher wissen Sie, dass wir Betrüger sind? Woran liegt es? Naja, von euch. Ihr sagt mir das selbst, dass ihr Betrüger seid, in eurem Verhalten. Ach so, Sie meinen, das interessiert mich gerade. Welches Verhalten? Ja, Betrüger, die wollen von wollen immer 250 Euro haben, was ja absoluter Blödsinn ist, oder 500 Euro wahlweise. Ja. Dann habt ihr keine Lizenznummer auf eurer Webseite, das habe ich auch schon festgestellt. Und ihr seid auch nicht reguliert. Okay. Ja. Und davon verstehen Sie, dass wir Betrüger sind, ja? Wenn ihr nicht reguliert seid, seid ihr automatisch Betrüger. Ja, klar, logisch. Also ist dann Bitcoin Betrug? Ihr betrügt, ja. Ist dann Bitcoin Betrug?
Was? Bitcoin hat doch nicht... Hä? Die Frage ergibt schon wieder keinen Sinn. Doch, Bitcoin ist auch unreguliert. Kryptowährung ist unreguliert. Ja, richtig. Und deswegen ist ja auch in Deutschland verboten, mit Kryptowährung zu handeln. In Deutschland ist es verboten, mit Kryptowährung zu handeln? Ja, natürlich. Man darf Kryptowährung kaufen, aber nicht damit handeln. Ach so. Das habe ich ja das erste Mal von Ihnen gehört, weil ich handle selber. Ja, aber ihr sitzt ja auch nicht in Deutschland. Ihr seid ja irgendwo in Armenien. In Armenien? Ja. Ach so, das ist ja cool. Und warum Armenien? Ja, ich weiß nicht, wo das überhaupt liegt. Armenien? Ja, weit genug weg, um nicht von den deutschen Behörden geschnappt zu werden. Also zumindest nicht so schnell. Ich glaube, Sie wissen überhaupt nicht, wo Armenien liegt, oder? Ja, auf jeden Fall weiß ich, dass ihr Betrüger seid. Weil Sie darum geht es ja auch hauptsächlich. Hauptsächlich darum geht es. Sie sagen irgendwelche Länder, Sie wissen nicht überhaupt, wo das liegt. Ja, doch. Und du kannst dich übrigens, du kannst übrigens deine ganzen anderen Kollegen bereits auf YouTube hören. Ach so. Mhm. Okay. Dann machen wir so, ich mag nicht meine Zeit verschwenden, ich habe schon ein bisschen verstanden. Ich sage Ihnen ehrlich, wollen Sie Kontakt führen, ja oder nein? Also daran merkt man schon wieder, dass du absolut nicht intelligent bist. Ah, ich bin nicht intelligent. Ganz genau. Woher, weil erstmal wir sitzen und ich habe nicht Ihnen eine Erlaubnis gegeben, mit mir zu duzen. Und zweitens, woran weißt du was, dass mir das scheißegal ist, was du von mir hältst? Du bist ein scheiß Abschocker und ein scheiß Betrüger. Ihr beklaut die Leute und das vor Weihnachten noch, das ist doch widerlich. Das ist doch einfach nur ekelhaft, dein Job. Und habe ich sie jetzt geklaut? Absolut ekelhaft ist dein Job. Habe ich sie jetzt geklaut? Nö, mir hast du keine Zeit geklaut. Ich zeichne dich ja auf und stelle dich auf YouTube. Okay. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg, ja? Ja, den habe ich auch, dankeschön. Ja, so ist es in der Tat. Die Betrüger, die erzählen einem eigentlich selber, dass das alles Betrug ist. Man muss nur einfach mal genau hinhören und überlegen, was die da sagen. Das Problem ist halt, dass man während des Telefongesprächs sehr aufgeregt ist, da ist jemand Fremdes dran, dann versteht man die schwer. Naja, und so kann das halt eben passieren, dass man da auch aus Versehen in so eine Scheiße Geld investiert. Ich meine, klar, eigentlich sollten alle Alarmglocken läuten, aber es ist halt einfach nicht bei jedem so. Ne? Also das Vertrauenslevel ist bei jedem halt auch irgendwie anders. Jeder Mensch ist anders und das ist halt das Problem, dass wenn sie genug Leute anrufen, immer genug Leute finden, die da auch Geld einzahlen. Tja, aber zwischen den Zeilen erzählen die ja ziemlich viel. Ich meine, das Klingeln da im Hintergrund, die Musik im Hintergrund, das tolle Deutsch, teilweise gar kein Deutsch, sondern nur ablesen, mehr und ja, mehr als ja und nein verstehen sie nicht. Ich glaube, das sind meistens nur die Betrüger, die schon etwas länger dabei sind, die dann, ja, halbwegs verständliche Gespräche führen können. Ja, macht's aber auch nicht besser, wenn die den Betrug schon seit Jahren durchführen. Denn Betrug bleibt letztendlich Betrug und eure Kohle ist auf jeden Fall weg, wenn man sie da einzahlt. Tja, ich meine, ihr müsst da auf jeden Fall euer eigenes Bild machen. Ich kann euch eure Meinung nicht vorschreiben, aber ich denke mal, wir decken uns da alle mit einer sehr, sehr ähnlichen Meinung. Hallo, schönen guten Morgen, Herr Müller, ja? Herr Müller, hier ist Maja Schiller, ich melde mich von Oligot. Sie sind bei uns für eine Handelskonto angemeldet, ja? Ach ja. Wann möchten Sie das Konto aktivieren? Gar nicht. Warum denn? Ja, die Tante, die da neben dir quatscht, die hat mich ja gerade schon vollgelutscht. Wie bitte? Ich sage, die Tante, die da neben dir quatscht, die hat mich gerade schon vollgelutscht. Die Stimme aus dem Hintergrund hat vor dir angerufen. Nein, es hat keiner bei Ihnen angerufen. Die Stimme aus dem Hintergrund hat vor dir angerufen. Nein, doch. Das kann nicht sein. Doch, das kann sein. Ich bin ja bei euch ein paar hundert Mal angemeldet. Aha. Alles klar, da sind Sie ein Idiot von anderen auch. Ja, immerhin bin ich kein Betrüger, so wie ihr, ne? Die haben wir hier relativ schnell wieder abgeschüttelt. Aber, weiß ich nicht. Also ich melde mich ja immer wieder bei diesen Betrugs-Callcentern an. Beziehungsweise nicht, oder weniger direkt selbst bei denen, weil das fällt denen recht schnell auf, wenn man das einträgt. Also wenn man sich direkt bei denen auf der Webseite anmeldet, muss man sich eigentlich mal vorstellen. Na, also ich melde, wenn ich mich nicht über deren Werbung anmelde, sondern direkt auf deren Portalen, dann sind die am Anfang meistens schon total verwundert, weil dann steht ja da auch nicht drin, über welche Werbung ich reingekommen bin und es steht auch nicht, wofür ich mich interessiert habe.
Also fehlt das Feld, womit sie eigentlich ihr ganzes Skript jedes Mal aufbauen. Und dadurch macht man sich komischerweise bei denen schon verdächtig. Ja, also würde mich mal interessieren, wie die Sparkasse das so handhabt. Stellt mal vor, ihr registriert euch bei der Sparkasse oder Volksbank oder was es da so alles gibt, Commerzbank. Und die fragen sich dann, warum haben sie sich direkt auf unserer Webseite angemeldet? Warum sind denn sie nicht über eine Werbung gekommen? Das haben wir hier auch ziemlich oft. Das Gespräch hier war ja mal wieder eine andere Bananenrichtung. Aber vom Prinzip her, ja, sie hat es ja dann zum Schluss doch nochmal bewiesen, dass sie nichts anderes als eine kleine Betrügerin ist. Ja, guten Tag, Herr Thaler. Hören Sie mich ja gerade? Ja, halbwegs. Ja, na, Frau Schlichtig, Schmidt, ich melde mich von der Firma Liquid Chain bei Ihnen, Herr Thaler. Dirk ja? Schmidt. Und wer glaubt Ihnen den Quatsch? Das ist kein Quatsch, ich habe ihn bei uns angenommen. Doch, Ihr Name ist Blödsinn, den haben Sie sich ausgedacht. Ach, Herr Thaler, viel Spaß damit. Ja, ruft an mit dem Namen Dirk Schmidt und das soll ihm einer glauben. Währenddessen ist der Akzent des Todes und naja, die Qualität, da braucht man nicht drüber sprechen. Ansonsten, eins wollte ich nochmal gesagt haben. Natürlich fallen das ein oder andere Mal von mir hier auch Beleidigungen am Telefon, die vielleicht nicht ganz so seriös und vernünftig sind. Aber ihr müsst euch halt auch mal vorstellen, wenn den ganzen Tag das Telefon klingelt, ne? Und man den ganzen Tag die dümmsten Ausreden hier am Telefon hat und eigentlich den ganzen Tag selbst beschimpft wird. Ja, das, ich glaube, da würde irgendwann jeder schlechte Laune bekommen. Ich versuche das Ganze immer zu vermeiden und möglichst seriös das Ganze hier irgendwie rüberzubringen. Aber auch mir klappt das nicht immer so perfekt. Oder bei mir klappt das nicht immer so perfekt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr ja Bescheid. Drückt gerne den Daumen nach oben. Wer möchte, findet uns jetzt hier auch auf Twitter unter dem Account CC-Abzocke oder Callcenter-Abzocke. Abonniert gerne dort auch die Seite und unterstützt mich dort ein bisschen. Wenn ihr möchtet, seht ihr jetzt hier noch die Playlist mit allen anderen Videos. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Ciao, ciao.